Okay, wir kommen zurück bei Yu-Gi-Oh! Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt in diesem Spiel, an dem es episch wird. Es geht weiter. Halt, warte. Ich wollte vielleicht noch mein Deck ändern, schnell, aber gut. Du entwickelst die Tür mit Toruncas Stab, den wir aus unserem LSD-Traum erhalten haben. Aber zunächst muss ich mein Deck wechseln. Okay, es geht momentan nicht. Wir haben unser Deck anscheinend nicht bei uns. Ah ja, stimmt, wir wurden ja. Genau, unser Deck wurde uns wahrscheinlich ein. Ja. Sagen wir geklaut. So. Bevor ich hier wieder Fachbegriffe benutze, sage ich kurz und knackig geklaut. Ich wollte schon irgendwas mit einkassiert oder eingenommen. Oder eingenommen ist ja falsch, ne? Oder entnommen. Ach, irgendwas. Irgend so was Kompliziertes wollte ich sagen. Hey du da, wie konntest du die Tür aufschließen und ausbrechen? Du warst doch in diesem Raum neben mir, oder? Ich hörte gerade, wie du die Tür geöffnet hast. Aber egal, wie du es geschafft hast. Kannst du mich auch rausholen? Bitte, bitte! Wenn es denn sein muss. Okay, wir haben die Tür entriegelt. Und Kelly kommt raus. Danke, ich bin dir was schuldig. Hä, ich habe das komische Gefühl, ich habe dich schon mal gesehen. Ich hab's, du warst beim Fortune Cup. Aber warum in der Welt wurde ein Duellant der Arcade-Bewegung in eine Zelle geworfen? Sie haben gerade Personalprobleme, deswegen versuchen sie, Leute mit Gehirnwäschen irgendwie dazu zu zwingen, der Arcade-Bewegung beizutreten oder so. Ich weiß es nicht. Ich rieche eine Titelstory. Zeit, Fakten zu sammeln. Das sollte ich jedenfalls sagen. Aber wenn ich nicht verschwinde, haben sie mich gleich wieder. Jedenfalls, tausend Dank, wir sehen uns noch. Ja, mach's gut. Gut, können wir schauen, was da drin ist? Halt, was ist das? Du hast Kellys geheime Notizen erhalten. Eine erstaunliche Enthüllung wurde in Kellys geheime Notizen gekritzelt. Jack Atlas und der Direktor des Sicherheitsdienst Goodwin kommen beide aus Satellite. You don't say. Ah, wie heißt der Typ nochmal? Egal, das ist der mit der Aslak-Stimme. Er kommt auf uns zu. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Schnell rein! Ach, der Speicherpunkt da drüben. Hallo, der Speicherpunkt da drüben. Greet you. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich muss mich irgendwie verstecken. Er steht still. Wie komme ich an den Typen vorbei? Ich könnte ihn vielleicht ablenken. Vielleicht mit der Statue irgendwas. Die Statue steht auf einem wackeligen Sockel. Vielleicht solltest du sie umstoßen. Wenn du diese Statue umwirfst, kannst du vielleicht die Wachen ablenken. Du drückst mit aller Kraft gegen die Statue. Ups. Ja, ey, schon wieder sind diese durch diese verdammten Psi-Wellen umgefahren, ey. Was soll die Scheiße, ey? Komm, stell sie mal schnell auf hier. Es kann doch nicht sein, dass sie ständig diese scheiß Statuen umfahren, ey. Wir möchten denn sowas haben. Ich muss sie wieder aufstellen, sonst wird sehr wütend auf mich. Voll die Scheiße, ey. Okay, er ist abgelenkt. Jetzt kommen wir ganz easy an ihm vorbei. Und hier ist nichts. Und er ist weg. Okay, hat wohl von Seiya Anschiss bekommen. Und wird jetzt von ihm im Büro in sein Büro zitiert. Der Fahrstuhl ist elektronisch verriegelt. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Wir müssen hier lang gehen, üblicherweise. Oh Gott. Ach, Janka! Bist du das, Janka? Ich bin es, Luna. Oh, falsche Stimme. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Ich dachte, es wäre ein Bösewicht, der uns entdeckt hat. Naja. Du entriegelst die Tür mit Torunkas Stab. Janka, danke, dass du zu meiner Rettung gekommen bist. Dies ist das erste Mal, dass wir uns in der wirklichen Welt begegnen, nicht wahr?
Also, du hast mich in der Welt der Geister gerettet und jetzt auch in der wirklichen Welt. Janka, ich habe das Gefühl, du bist mein persönlicher Schutzengel. Nun, ich muss dich allerdings noch... was? Ich muss... Nun muss ich dich allerdings noch einmal bemühen. Was ist denn das? Wieder so eine komische Satzstellung. Mein Zwillingsbruder Leo wird in einem Raum in der Nähe festgehalten. Ich brauche unbedingt deine Hilfe, um ihn zu retten. Vielen Dank. Wir sind zusammen hergekommen und da bin ich hier hineingeworfen. Und das. Was? Und da ich hier hineingeworfen wurde, muss er im nächsten Raum sein. You say? Luna, alles in Ordnung? Was macht You say denn hier? Janka! Es sind Wachen in der Nähe. Gehen wir erstmal in diesen Raum. Alles klar. Janka, alles in Ordnung? Du hast alle Sorgen bereitet, als du verschwunden bist. Hey, diese Uniform. Wie hast du nicht zur Arcadia-Bewegung? Wieso trägst du die? Blablabla, Erklärungsstunde? Was, eine Gehirnwäsche? Wirklich, aber selbst dann, wieso? Ich weiß, Janka ist ebenfalls mit dieser Welt der Geister verbunden. Deswegen jagen sie ihn. Und vielleicht hat bei mir auch eine Gehirnwäsche stattgefunden. Übrigens, to say, du und Janka, ihr kennt euch? Wir sind alte Freunde aus Satellite. Woher kennst du Janka, Luna? Luna erklärt alles, was in der Welt der Blablabla. Luna erklärt Kapitel 2. Nee, Kapitel 3. Luna erklärt Kapitel 3. Was du nicht sagst. So eine nervige Story. Unglaublich, was sich Konami dabei gedacht hat. Aber egal. Wir haben viel zu bereden, aber wir sollten erstmal hier herauskommen. Und wir müssen Leo retten, sofort. Ich bin hier gekommen, um Akisa zu helfen. Ich glaube, es ist am besten... Wird am besten nicht groß geschrieben? Weil am besten ist eine Substantivierung, oder? Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ich glaube, am besten. Kann auch sein, dass es klein geschrieben wird. Egal. Wenn wir uns aufteilen und getrennte Wege gehen. Wenn du Leo gerettet hast, bringe sie beide hier heraus. Ach ja, ich gebe dir besser das hier. Gute Karte. Gib mir 1000 DPs. Oder eine gute Karte. Ah, mein Deck. Ist auch okay. Sind auch Karten, ne? Als du verschwunden bist, hat Itsuki das gefunden. Wir sollten ihnen bald sagen, dass es dir gut geht. Oh, und das hier hat mein Freund Blister gemacht. Irgendwas Technisches, glaube ich. Ein Chip oder sowas. Ah ja, eine Karte. Fahrstuhl Schlüsselkarte bekommen. Ich gebe dir eins davon. Du könntest es brauchen, um hier rauszukommen. Also gut, ich muss los, um Akisa zu retten. Gut, und ich speichern? Ich will nicht reden mit dir, ich wollte speichern. Da machen wir uns auf den Weg. Ich glaube, Leo ist in einem Raum ganz links in diesem Stockwerk. Ich glaube, da wäre ich auch als nächstes hingegangen. Danke, Spieleentwickler, dass ihr mich darauf hinweisen wollt. Aber das wusste ich bereits schon, denn ich bin ja kein völliger Noob, was Spiele angeht. Oh, nicht schon wieder. Ah, das ist Okita, oder wie der auch heißt, oder? Na, warte. Ich muss jetzt irgendwie vorbei. Ah, verdammt, der läuft so schnell. Da traue ich mich nicht vorbei. Ich traue mich nicht an ihm vorbei, wenn er so schnell da rennt. Warum rennt denn der eigentlich? Nein, hab ich erwischt. Halt, bleib stehen. Spielverzögerung. Ihr merkt es. Jetzt wieder eine weitere Spielverzögerung, damit man wieder länger vor diesem Spiel sitzt. Jetzt wurden wir hier wieder zurück an diese Stelle gesetzt. Entschuldigung. Also gut, normal hinlaufen. Ich sage jetzt dazu nichts mehr, ne? Muss ich dazu was sagen, außer dass die Entwickler das Spiel versuchen in die Länge zu ziehen? Nein. So, und leckt mich, Spieleentwickler. Ihr zieht das Spiel nicht mehr in die Länge. Ich speichere. So. Ganz einfach. So, jetzt schnell an ihm vorbei.
Das ist auch wieder so ein kleines Rätsel, was das Spiel wieder in die Länge ziehen sollte. So, schauen wir mal nach, ob Leo hier drin ist. Nein, hätte ich mich auch gewundert, denn diese Tür ist offen. Wir müssen irgendwas Verschlossenes suchen, die hier wahrscheinlich. Janka, das muss es sein. Na, was haben wir denn hier? Oh, verdammt, wir wurden entdeckt. Ich kam her, um einen Eindringling zu fassen, und stattdessen sehe ich, dass du ausbrechen willst. Und obendrein scheint ihr über eine Eintrittskarte zur Welt der Geister zu verfügen. Auf keinen Fall lasse ich euch Dummköpfe aus meinen Händen. Ich werde mich um die Eindringlinge kümmern. Diese zwei überlasse ich euch. Ach, Okita und Mr. Aslak. Okay. Die sollten ja nicht so schwer sein. Wir haben sie ja schon mal geschlagen. Jawohl, Sir, wie du wünschst. Bestätige, wir werden unser Bestes geben, um sie zu überwältigen. Ich habe sie gerade eben einer intensiven Gehirnwäsche unterzogen. Sie sind mein Versuchskaninchen für ein neues Gehirnwäscheverfahren, das ich bei euch anwenden werde. Ihre Duellfähigkeiten und ihre Unbarmherzigkeiten sind nun auf einem ganz anderen Niveau. Entspannt euch, ihr werdet noch früh genug unter meiner Kontrolle stehen. Ich glaube, Say ist ein bisschen crazy. Kann es sein? Gehirnwäsche? Wir werden das nicht zulassen. Ey, jeder, der sich selbst setzt, muss gekillt werden. Ey, was geht? Halt, warte, ich will mein Deck doch ändern. Oh nein, sieht so aus, als bliebe uns nur ein Duell, um sie, um sich, was? Um sie zu sich kommen. Ob sie zu sich kommen, ach so. Nein, erst mein Deck ändern. Ich nehme natürlich mein Relife-Deck. Und ja, gut, meine Annäherung an den Relife-Deck, sagen wir es mal so. AKA Kaiser macht's. So, denn damit kenne ich mich am besten aus. Und jetzt mache ich noch ein Save State, damit ich keinen Speicherpunkt jetzt aufsuchen muss. Es kann doch sein, dass hier ein Speicherpunkt da drin ist, oder? Andernfalls muss man natürlich wieder, im schlimmsten Fall, wieder zurücklaufen. Und ja, dann wird das Spiel wieder künstlich in die Länge gezogen. Ja, aber ich habe hier den Vorteil, dass man Save States machen kann. Jetzt wird duelliert. Alles klar, das ist ein Tech-Duell. Ich und Luna gegen Okita und Mr. Aslak. Luna hat ein Burner-Deck, das weiß ich. Mit die Mochi-Allergie. Und ich habe ein Deck mit, ja, mit Karten aus dem Spiel entfernen. Alles klar. Okita spielt eine verdeckte und was ist das? Rücksichtslose Verweigerung. Wähle ein Monster, das du kontrollierst. Lege es auf den Friedhof und lege eine zufällige Karte in der Hand deines Gegners auf dem Friedhof. Die ist schlecht, die Karte. Ich finde die nicht besonders gut. Aber dies kombinieren wir mit Wiedergeburt. Jetzt hat er nichts mehr, was ihn schützen könnte. Das war dumm von ihm. Alles klar, Luna hat keine Simochi-Allergie auf der Hand. Aber sie hat viele Monster auf dem Feld, auf ihrer Hand, die Lebenspunkte erhöhen. Das ist auch ein Vorteil. Ja, ein direkter Angriff mit tanzende Fee. 1700 Damage. Und was ist das für eine Verdeckte? Ich will mir die verdeckte Karte durchlesen. Hallo, verdeckte Karte durchlesen. Ah, ich kann nichts machen. Leider ist es so bei Text, dass ich nichts machen kann. Jetzt kann ich was machen. Nein, kann ich nicht. Telekinetische Schocker. Falls ein Monster vom Typ C zerstört werden würde, kannst du stattdessen 500 Lebenspunkte zahlen, um diese Karte zu zerstören. Dies nutze ich, wenn man C-Monster schützen möchte. Was ist das? Hirnforschungslabor. Einmal pro Spielzug kannst du zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung oder deinem Setzen ein Monster vom Typ C als Normalbeschwörung beschwören. Falls dieses erfolgreich ist,
Lege eine Psy-Zellmarke auf diese Karte. Außerdem kannst du eine Psy-Zellmarke auf diese Karte legen, anstatt Lebenspunkte zu zahlen, um den Effekt eines beliebigen Monsters vom Typ Psy, das du kontrollierst, zu aktivieren. Wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, erhält der Beherrscher dieser Karte 1000 Punkte Schaden für jede Psy-Marke auf ihr. Riskante Spielfeldzauberkarte. Aber jetzt können sie statt Lebenspunkte abzugeben, diese Psy-Zellmarken zahlen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber wenn es zu viele Psy-Zellmarken drauf sind und wir die Karte zerstören, dann gibt es viel Schaden für sie. Okay, jetzt sind wir dran. Was habe ich denn hier? Grandmark, eine verdeckte Karte zerstören. Leider hat der Gegner keine verdeckte Karte, aber wir müssen zwingend eine verdeckte Karte zerstören. Das heißt, ich müsste dann theoretisch Erscheinung der wilden Natur zerstören. Möchte ich allerdings nicht, denn Luna könnte vielleicht noch Verwendung für diese Karte haben. Jetzt könnte ich theoretisch die zwei traden. Oder nee, er kann stattdessen eine 500 Punkte zahlen, dann wird nur die Fee zerstört. Und sein Monster nicht. Denn dieses Monster ist ja vom Typ Psy. Das heißt, er müsste dann 500 Punkte abgeben. Gut, jetzt ist guter Rat teuer. Genau, ich mach's jetzt so, ich setze die hier. Aus dem Grund, weil ich jetzt der Grandmark doch spielen werde. Und ich werde dann meine eigene Zauberkarte auf dem Friedhof legen. Außerdem ist meine Zauberkarte jetzt gerade eh nicht mehr vom Vorteil, da mein Friedhof eh schon überfüllt ist mit Karten, also mit zwei. Und die kriege ich nicht so schnell weg. Außerdem haben wir jetzt Futter für diese Karte hier noch. Das ist auch eine gute Kombination dann. So, Battle-Phase. Grandmark zerstört den Schocker, außer er aktiviert den Effekt. Okay, macht er nicht. Das macht 700 Schaden für Okita. Jetzt kommt Main Phase 2. Ich setze meinen reißenden Tribut jetzt. Falls irgendwas Unerwartetes kommen sollte und beende meinen Zug. Jetzt ist Mr. Aslak an der Reihe. Ein verdecktes Monster. Und eine verdeckte Karte. Hoffentlich keine fiese Falle. Aber ich habe immer die Befürchtung, dass wenn der Gegner eine Falle setzt oder eine Karte allgemein setzt, dass es eine fiese Falle ist. Kuriborn. Die ist gut kombinierbar mit Simoche-Allergie, allerdings muss ich sie erstmal ziehen. Jetzt kommt noch eine weitere Karte. Mit dem Namen Tanzende Fee aufs Feld. Was, grüner Pavian? Warum hat die so eine Karte in ihrem Deck? Und warum greift die mit meinem stärkeren Monster an? Das wäre andersrum besser. 1700 ist ja auch ein hoher Angriff. Okay, irgend so ein telekinetisches. Meister der Gedanken, okay. Indirekter Angriff, okay, sehr gut. 1700 Schaden für Mr. Aslak. Okay. Es läuft sehr gut für uns. Aber das kann sich jederzeit ändern. Grebons. Wenn diese Karte angegriffen wird, kannst du 800 Lebenspunkte zahlen, um den Angriff zu annullieren. Und es ist ein Empfängermonster. Nein, warum? Warum zum Teufel? Warum zum Teufel machst du sowas? Warum bietest du reißender Tribut? Warum spielst du reißender Tribut, obwohl wir stärkere Monster auf dem Feld haben? Das war dumm! Das war ein dummer Zug von dir, Luna. Du solltest dich schämen, so blöd zu spielen. Jetzt hast du meinen Grandmark zerstört. Super, danke. Das war dumm von dir. Seht ihr? Tag-Duelle sind schön. Und meine gute Laune ist wieder weg. Nach diesem schönen Zug von Luna. Tja, Luna, es wäre nicht passiert, wenn du die Falle nicht aktiviert hättest. Selber schuld. Anfängerin.
Seelentausch. Okay. Jetzt muss ich wieder improvisieren. Schönen Dank auch. Also gut. Seelenübernahme. Ich hätte mein reißendes Gebot nicht setzen sollen. Gut, jetzt spiele ich Seelentausch. Bringt zwar in dem Fall nichts. Allerdings hat es dann den Vorteil, dass ich dann zwei Karten entfernen kann, da mein Friedhof jetzt da gefüllt ist mit zwei Zauberkarten. Das Problem ist ja jedoch, ich habe jetzt Seelentausch aktiviert, das heißt, ich kann nicht mehr angreifen. Was wiederum heißt, die zusätzliche ATK bringt mir jetzt gar nichts mehr. Das heißt, ich beende meinen Zug jetzt. Ich hebe mir das für den nächsten Zug auf. Aber wenn wir das jetzt verlieren, dann hat Luna das Ganze versaut, ne? Mit dem reißenden Tribut. Setz die reißenden Tribute ein, obwohl wir klar im Vorteil sind. Das ist echt bitter. Sowas machen nur Idioten. Okay, was machst du jetzt? Spiel Sonnenlicht-Einhorn. Genau. Nein, greif nicht an. Greif nicht an, das ist unser einziges Monster momentan. Aha, okay. Zwei Verdeckte sind zu riskant, greif nicht an. Sie greift an. Okay, aber es klappt zum Glück. Okay, auch wenn ich nicht möchte, ich muss das Einhorn jetzt opfern in meinem nächsten Zug. Aber ich mag doch Einhörner. Oh, okay, ich muss es opfern leider. Außer er zerstört es natürlich vorher. Krafteinspritz. Einmal pro Spielzug kannst du 600 Lebenspunkte zahlen, um alle offenen Monster vom Typ C eine ATK von 500 erhalten zu lassen. Das heißt, jetzt hat jetzt genauso viel Angriffspunkte wie das Einhorn. Das könnt ihr theoretisch traden. Was macht er jetzt? Notfallteleport. Beschwöre ein Monster Stufe 3 oder niedriger von Typ C als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Während der Endphase dieses Spielzuges entferne das Monster aus dem Spiel. Er möchte eine Synchro-Beschwörung machen als Ruf der Krebons, nicht wahr? Ah, okay. Meister der Gedanken, aber es ist auch ein Empfängermonster. Jetzt kommt magischer Android, glaube ich. Was? Du kannst 800 Lebenspunkte zahlen, um ein Monster vom Typ C außer Meistergedanken als Tribut anzubieten, um ein Monster der Stufe 4 oder niedriger vom Typ C als Spezialbeschwörung. Oh Gott, noch ein Monster. Hä, warum bietet er das als Tribut an? Ach so, er muss das machen. Hä, das war unnötig. Warum hat er das gemacht? Das ist schwächer als das andere Monster, was er gerade geopfert hat. Was? Einmal pro Spielzug? Ne, zweimal pro Spielzug. Ein Monster von Typ C, Friedhof entfernen. Oh nein! Er erhöht seine ATK. Aber wir kriegen Lebenspunkte. Aber er macht es nur einmal. Was? Du erhältst 1000 Lebenspunkte für jedes offene Monster von Typ C, das du kontrollierst. Was geht? Krass. Also wir kriegen zum Glück auch Lebenspunkte, aber jetzt kann unser Sonnenlicht einen uns zerstören. Ah, er macht eine Synchro-Beschwörung. Hä? Alter, was macht denn die für krasse Züge? Und warum machen die Synchro-Beschwörung nicht nachher in der Main Phase 2? Das wäre jetzt besser gewesen, wenn sie jetzt dann mit dem Material für das Synchro-Monster angegriffen hätten. Die hätten ja die Synchro-Beschwörung ja dann noch nachher machen können. Ich verstehe die KI nicht. Manchmal spielt die KI echt blöd. Reißender Tribut von Luna. Ach ja, der Effekt von magischer Android. Sie kriegen in jeder Endphase von ihrem Zug für jedes Psi-Monster 600 Lebenspunkte. Und magischer Android ist ein Psi-Monster, das heißt, ja, sie kriegen 600 Lebenspunkte. Aha, was haben wir denn da? Mr. Sayer. Mr. Gehirnkontrolle haben wir hier. So.
die Gehirnkontrolle-Karte, die wir von Saya erhalten haben. Ich setze sie mal ein. Könnte ja hilfreich sein. Schnappe mir seinen dämlichen Androiden. Spiele Chaos Rider Gustav. Entferne zwei Zauberkarten aus dem Friedhof, aus dem Spiel. Und zwar wähle ich Dimensionskrümmung und Seelentausch. Das erhöht unsere Lebenspunkte um 1000. Und jetzt greifen wir mit den zwei Monstern direkt an. Das gibt 4400 Schaden, reicht leider nicht, um sie auf Null zu bringen. Denn uns fehlen nur noch 200. Aber das kann man mit einer Simochi-Allergie leicht schaffen. Allerdings muss Luna diese Karte endlich ziehen. Und nicht spielen wie eine Anfängerin. Na warte, habe ich mich verrechnet? Ja, ich habe mich verrechnet. Okay, ich kann nicht rechnen. Na gut, aber es reicht trotzdem noch für eine Simochi-Allergie. Ach, wir kriegen ja noch Lebenspunkte, genau. Aber sie kriegen ihr Monster wieder. Gut, jetzt werden sie unseren Chaosreiter Gustav mit einem Angriff zerstören und... Was kommt jetzt? Zahle 800 Lebenspunkte und wähle bis zu zwei deiner aus dem Spiel entfernten Monster vom Typ C und füge sie deiner Hand hinzu. Jetzt haben sie nur noch 400 Lebenspunkte. Jetzt fehlt nur noch eine Hinotama-Karte. Ja, jetzt kommt das, was ich erwartet habe. Sie zerstören unser Monster. Wir kriegen 400 Lebenspunkte Schaden. Und sie kriegen in ihrer Endphase 600 Lebenspunkte plus, weil ihr Monster ja ihnen Lebenspunkte regeneriert. Das heißt, sie haben jetzt 1000 Lebenspunkte. Simochi-Allergie, bitte zieh die Karte! Nein! Warum spielst du Kuri Bond in Angriffsmodus? Wieso machst du das? Luna spielt so schlecht. Warum spielst du die Karte in Angriffsposition? Luna will mich trollen. Luna will mich trollen. Ohne Witz, jetzt erhöhen sich auch noch die Punkte des Gegners. Wegen dem Effekt von Kuribon. Was soll denn der Mist? Das war ein schlechter Zug, Luna. Wir kriegen keinen Kampfschaden. Aber das hätten wir auch nicht bekommen, wenn du die Karte einfach verdeckt gesetzt hättest. Jetzt haben sie 2400 Lebenspunkte bekommen. Ich reg mich immer wieder viel zu sehr auf in diesem Let's Play. Aber das ist ja inzwischen normal. Anfangs war ich ja noch gut gelaunt, weil... Ach, komm, spielen wir mal wieder Yu-Gi-Oh! Was soll schon schief gehen? Und dann spielt Luna reißender Tribut und zerstört meinen Tributmonster, obwohl sie nur ein Vierermonster gespielt haben. Egal. Immerhin sind wir jetzt ein bisschen safe. Ich habe jetzt meinen Geistersensenmann gespielt, der wird uns ein bisschen protecten. Zumindest solange Luna keinen Scheiß mehr spielt. Ich glaube, der größte Gegner in diesem Spiel momentan sind nicht die zwei Gegner, sondern Luna. Geben sie eine Marke ab, um den Effekt irgendwie aktivieren zu können. Oder? Ah ja, genau. Sie müssen 800 Lebenspunkte zahlen, um diesen Effekt hier zu aktivieren. Vom Meister der Gedanken, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ich kenne mich mit Psi-Monster nicht aus. Jetzt kommt der Effekt. Sie beschwören ein weiteres Monster als Spezialbeschwörung. Zahlen wieder ein paar Lebenspunkte, die sie von Luna bekommen haben. Und diesen unnötigen Kuribon. Den hätte man auch in die Verteidigungsposition setzen können. Telekinetischer Schocker. Jetzt haben sie 4 Psi-Monster auf dem Feld. Oh Gott, ihre Lebenspunkte werden sich sowas von jetzt erhöhen. Ah nein, es sind nur 3 Psi-Monster. Riesenratte ist ja kein Psi-Monster, sondern ein Ungeheuer.
Okay, jetzt sind es zwei Psi-Monster, aber jetzt kommt noch ein weiteres Psi-Monster hinzu. Oh, nicht noch einen. Oh Gott, jetzt erhöhen sich ihre Lebenspunkte noch weiter. Das sind jetzt 600 mal 3 sind 1800 mal 2, da sie diese Karte 2 auf dem Feld haben, sind 3200 Punkte pro Zug. Das heißt, sie haben jetzt im nächsten Zug 6400 Punkte. Und vorhin hatten sie nur noch 200 oder sowas gehabt. Muss man sich erstmal geben, ey. Okay, jetzt ist Luna wieder dran. Die schlechteste Duellantin der Welt. Nein, du opferst mein Monster nicht. Es ist zu riskant. Mein Monster ist super zum Verteidigen. Opfer es nicht. Opfer es nicht. Opfer es nicht. Mach es nicht. Denk nicht dran. Opfer dieses Monster nicht. Mach es nicht. Ich warne dich. Gut. Setz dein Horn des Einhorns für mich, damit ich sie vielleicht benutzen kann. Luna ist so schlecht. Sie soll sich einfach nur erhängen. Oder aus dem Gebäude springen, so aus dem Fenster. Oder ihre Karten verbrennen. Mir egal. Ich will mich nie wieder mit ihr als Teampartnerin duellieren. Na gut, immerhin hat sie mein Monster nicht als Tribut angeboten, das wäre ja eine Katastrophe. Dann wäre mein Sensenmann weg. Der schützt ja so gut. Ihr seht, der kommt nicht an unseren Sensenmann vorbei. Denn den Tod kann man bekanntlich nicht töten. Oh, jetzt hat es wieder Lebenspunkte für sie. Oh, komm, komm schon. Vorhin hatten die 400 Lebenspunkte, jetzt haben sie 10.400. Wegen dem Fehler einer reißenden Tributfallenkarte von mir und Luna. Von mir, weil ich sie gesetzt habe, von Luna, weil sie diese Karte aktiviert hat. Jetzt haben wir zum Glück Makrokosmos. Das erhöht jetzt auch unsere Lebenspunkte für jede Karte, die jetzt entfernt wird. Wähle drei Monster vom Typ C in deinem Friedhof, lege sie zurück ins Deck und ziehe dann zwei Karten. Als Kette möchte ich noch Makrokosmos benutzen, damit diese Karte entfernt wird und wir Lebenspunkte bekommen. Oh Gott, das Duell wird lange dauern, denn jetzt erhöhen wir... Zu erhöhen beide Teams jetzt ihre Lebenspunkte. Wenn es so weitergeht, würde es darauf auslaufen, dass das Duell durch Decktod entschieden werden muss. Wenn es unser Sensenmann fällt, fallen auch wir. Das ist momentan unsere einzige Verteidigung. Es gibt jetzt Hagels wieder Lebenspunkte für sie. Wieder 3200. Ja, jetzt haben sie 14.000 Lebenspunkte. Luna, zieh endlich mal deine Simochi-Allergie. Die wird uns helfen. Spiel bloß nicht Kuriborn, ich warne dich. Oder opfer mein Monster nicht. Also, ich glaube, Luna macht es überhaupt nichts aus, wenn sie ihre Lebenspunkte erhöhen. Das ist ihr völlig egal. Ich glaub's nicht. Das bringt doch gar nichts. Warum hat ihr Monster gespielt? Wir haben doch sowieso eine Verteidigung. Die schenkt unseren Gegnern nur Lebenspunkten. Oder nur Lebenspunkte jetzt. Jetzt hapelt es langsam mit meiner Grammatik. Jetzt habe ich so eine Grammatik, wie die in diesem Spiel ist.
Ich muss mich beruhigen, ich muss mich erstmal beruhigen. Taktisch denken und einfach drauf scheißen, was Luna für ein Mist spielt, genau. Jetzt werden die Kuriborn angreifen und ihre Lebenspunkte noch weiter erhöhen. Sodass sie jetzt bestimmt mindestens auf 20.000 Punkte hochkommen. Wie sollen wir das auslöschen? Das ist Mission Impossible jetzt. Andererseits kriegen wir jetzt auch Lebenspunkte, da Kuriborn jetzt entfernt wird. Kuriborn spielt man erst, wenn man die Mochi-Allergie draußen hat. Andernfalls sollte man die nie spielen. Aber der Luna ist es völlig egal. Jetzt haben unsere Gegner gleich 20.000 Lebenspunkte. Und all das, weil Luna diese reißende Tributfallenkarte benutzt hat. Ansonsten hätten wir das Duell schon längst gewonnen. Ich glaube, ich muss mich nicht dazu äußern, dass wir das nicht mehr schaffen können. Ich meine, wie sollen wir 20.000 Punkte ausradieren? Möbius. Nee, ist mir zu riskant. Was ist denn das für eine Falle? Pixie-Ring. Falls du zwei oder mehr Monster in Angriffsposition kontrollierst, kann dein Gegner deine Monster mit der niedrigsten ATK nicht angreifen. Ich habe aber momentan nur ein Monster, das heißt, die Karte bringt mir gerade nichts. Möbius zu spielen wäre auch Blödsinn, denn der Gegner hat genauso viel Angriffskraft wie Möbius. Ja, ich muss jetzt darauf hoffen, dass der Gegner mein Monster nicht zerstört. Und wenn es denen gelingt, verlieren wir. Eine verdeckte. Das war's auch schon. Was kann ich denn hier aktivieren? Achso, Pixie-Ring. Jetzt kommen sie hoch auf 24.000 Punkte gleich. Das schaffen wir doch niemals. Wie sollen wir sowas schaffen? Das wird das längste Yu-Gi-Oh! Duell auf YouTube. Wir müssten sie jetzt da zum Vergleich 11-mal mit einem 2000er Monster direkt angreifen. Oder 4-mal mit einem 5000er Monster. Und jetzt überlegen die auch noch so lange, die Computer. Oder der Computer überlegt wird. Noch ein Kuriborn. Mhm. Genau, schenkt unserem Gegner noch weitere Punkte. Genau, also. Was soll ich dazu noch sagen? Luna macht's überhaupt. Luna ist es völlig egal, ob die Gegner Punkte bekommen. Ihr seht es ja, sie spielt ihre Kuriborns unbehelligt. Obwohl es gar nicht vonnöten ist, dass sie die Kuriborns spielt. Ich meine, die kommen ja eh nicht vorbei. Da spielt man kein Kuriborn. Würde ich nie machen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Stelle, dass Luna so spielt, damit das Duell, damit das Spiel wieder künstlich in die Länge gezogen wird. Ist jetzt zwar eine heftige Anschuldigung, aber langsam glaube ich es sogar. Ja, jetzt erhöhen sie wieder ihre Lebenspunkte. Ich dazu noch sagen, also das längste Duell auf YouTube. Dieser Part wird eine Stunde dauern. Das kann ich jetzt schon sagen, wenn es so weitergeht. Wenn nicht sogar 2 Stunden. So einen langen Part habe ich mir gar nicht vorgenommen zu machen.
Gleich haben sie 30.000 Lebenspunkte. So viel schaffen wenige. Wenn man bedenkt, dass sie vorhin nur noch 400 Punkte haben und jetzt 24.000 haben, ne, dann kann man schon ausrechnen, wie viele Punkte sie hat dazu gewonnen haben durch Effekte. Kriegen ja allein schon wegen ihrem magischen Androiden pro Zug 3200 Lebenspunkte dazu. Und warum hat die jetzt schon wieder ein Kuribon auf der Hand? Das kann doch nicht wahr sein. Spielt die jetzt ihre Kuribons mit Absicht oder was? Und warum kommt die wieder zurück auf ihre Hand? Ich habe zwar Kaios gezogen, bringt mir allerdings nichts. Denn ich kann zwar ein Monster entfernen, ja, ich kann einen ihrer Dinge entfernen, hier, eines ihrer magischen Androiden. Allerdings müsste ich dann auch noch den zweiten loswerden, indem ich Kaios dann trade und dann haben die weiterhin noch drei Monster auf dem Feld, mit denen sie mich dann direkt angreifen können. Und das ist mir auch wieder zu riskant. Halt nein, jetzt habe ich ihn vertippt, keine Battle-Phase, Endphase. Ha, von Attributbeschwörung, okay. Was kommt? Sturmrufer. Hoffentlich keine Karte, die mein Monster zerstören kann, ansonsten haben wir verloren. Mich würde es eigentlich auch gar nicht so sehr aufregen, denn ja, dann ist endlich dieses Trauerspiel endlich vorbei. Jetzt haben sie 30.000 Lebenspunkte. 30.000. So fährt hin nicht einmal der Darts in der Yu-Gi-Oh! Serie. Und allein das war schon heftig. Und das ist nicht irgendwie so ein Experiment, wie viele Lebenspunkte das Spiel anzeigen kann. Nein, das ist ein echtes Duell. In Klammer leider, Klammer zu. Jetzt spielt ihr noch mit ihren Kuribon, jede Wette. Na los, spiel dein Kuribon. Wenn es dich glücklich macht, reg mich nur weiter auf. Drecks-KI. Na los, spiel Kuribon. Na los, hau Kuribon raus. Was? Sie haut Kuribon nicht raus. Sie hat dazugelernt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sie gerade nur Kuribon nicht gespielt, weil ich es gerade gesagt habe, dass sie Kuribon spielen soll. Die macht immer das Gegenteil von dem, was ich sage. Wie Regulus im letzten Part. Langsam weiß ich nicht mehr, wie ich das kommentieren soll. Dann geht auch meine Stimme langsam dem Geist auf. Ich nehme schon insgesamt 1,5 Stunden auf. Am Stück. Weil ich habe den letzten Part ich habe den Part jetzt kurz nach dem letzten Part jetzt aufgenommen. Also diesen Part nehme ich jetzt kurz nach dem letzten Part auf, sage ich mal so. Eigentlich ist es voll unnötig, dass sie Monster spielt. Na gut, vielleicht auch nicht, denn wir kriegen ja Punkte, wenn die Karten entfernt werden. Das ist das perfekte Beispiel, warum Attack-Duelle auf die Nüsse gehen. Der Gegner, der Teamkollege macht Mist. Das Spiel braucht so lange, bis die ihre Züge macht. Und ich kann nichts dagegen tun. Und das Spiel, ist in einer Sackgasse. Ich kann nicht mehr gewinnen. Also ich kann nicht mehr gewinnen, indem ich ihre Lebenspunkte ausradieren möchte. Sagen wir es mal so. Das muss... Doppelte A-Taste, danke. Danke, doppelte A-Taste. Hab dich lieb. Jetzt kriegen wir Kampfschaden wegen der doppelten A-Taste, die sich immer doppelt aktiviert. Mysteriöserweise.
Die Main-Phase ist gleich am Ende. Was, falls du Level kann dein Monster dein Monster mit den... Ich mach das jetzt. So, da muss er meinen Kaius angreifen und ich kann mein Monster vielleicht noch retten. Und ich krieg keinen Kampfschaden. Und ich krieg 500 Lebenspunkte. Jetzt muss er mein schwächstes Monster angreifen. Halt, warte, nein. Das ist ja das schwächste Monster. Nein, mein schwächstes Monster ist ja nicht der Geist. Ach, ich hab mich da irgendwie gerade verrechnet oder so. Was passiert jetzt? Warum kriege ich keine Lebenspunkte? Mein Monster wurde entfernt. Oder vielleicht auch nicht gerade wegen dem Effekt seines Monsters? Was macht denn da gerade so ein Geräusch? Hört ihr das? Moment, ich mach mal kurz Pause, glaube ich. Oder Moment, ich stopp mal kurz das Spiel. Ah, es liegt nicht am Spiel, sondern das liegt an meiner Umgebung. Da piepst es irgendwie gerade, ich weiß nicht woher. Nein, es ist nicht das Telefon dieses Mal. Nein, sondern was anderes. Das hört sich an, als würde man einen Rollladen irgendwie so zumachen oder sowas. Ich glaube, ich kommentiere jetzt nicht mehr das, was Luna vorhat mit ihren behinderten Zügen. Ich meine, der Gegner hat fast 50.000 Lebenspunkte. 50.000! Over 9.000 ist ja schon viel, aber 50.000! Ich schaff das nie. Das Duell wird kein Ende nehmen. Das dauert over 9.000 Jahre. Und am Ende verliere ich bestimmt auch noch. Wegen irgendwas Unerwartetem. Ach, ein Glück, dass die jetzt... Oh, danke, das war der beste Zug. Ich liebe dich, Okita. Wow, danke, danke, das war der beste Zug. Oh, gib ihr ihre scheiß Karten wieder auf ins Deck zurück. Oh. Sehr gut. Das hat Okita den besten Zug gemacht. Und hat Lunas Karten wieder zurück ins Deck gemischt. Sehr gut. Das war ein guter Zug von Okita. Hätte ich auch gemacht, glaube ich. Ihr merkt schon, wie ich einem langsam immer weniger rede. Das liegt daran, weil ich langsam nicht weiß, wie ich es kommentieren soll. Und mir geht langsam die Stimme aus. Und was kommt jetzt? Brunnen der telekinetischen Kraft. Okita plant etwas Großes, glaube ich. Beschwöre eine beliebige Anzahl von Monstern vom Typ C, der Stufe 2 oder niedriger von deinem Friedhof. Okay, jetzt kommt eine Synchro-Beschwörung, glaube ich. Ja, bitte, Okita, beende das Trauerspiel, ich will nicht mehr. Ah, aber jetzt erhöhen sich unsere Lebenspunkte. Zahle 800 Lebenspunkte und wähle bis zu 2 deiner aus dem Spiel entfernten Monster von Typ C und füge sie deiner Hand hinzu. Machen die das mit Absicht oder warum erhöhen die jetzt mit Absicht unsere Lebenspunkte, indem sie jetzt Karten ausspielen? Wie viel Deck? Karten sind es noch 24 beim Gegner, 29 bei uns. Das dauert noch ewig. Andererseits gibt es natürlich dann wieder einen längeren Part und ich glaube, das sollte, glaube ich, auch nicht so schlimm sein, wenn es mal wieder einen längeren Part gibt. Einen viel längeren Part. Weil die Lebenspunkte nicht auf Null fallen. Bei beiden Spielern nicht. Ja genau, mach Coolborn Platz. Erhöhe deine Lebenspunkte nochmal. Als ob das noch was bringen würde, wenn er seine Lebenspunkte erhöht. Mir ist es jetzt inzwischen egal, ob er seine Punkte erhöht. Weil die können wir sowieso nicht alle ausradieren. Ja, erhöhe ruhig deine Punkte. Oder die des Gegners, ist mir recht. Wir schaffen es sowieso nicht mehr, die auf Null zu bringen.
Und wenn doch, dann bin ich echt beeindruckt. Aber, ne. 24, fast 50.000 Punkte kann man nicht ausradieren. Da müsste man ihn 10-mal mit einem 5.000er angreifen. Oder 25-mal mit einem 2.000er. Das geht nicht. So viel Angriffskraft hat mein Deck gar nicht. Ach ja, jetzt kriegen sie 3.000 Punkte pro magischer Android. Da ihr Feld jetzt voll ist von Psi-Monstern. Das heißt, jetzt kriegen sie pro Zug... Richtig, 6.000 Lebenspunkte. Jetzt sind wir wieder dran. Wir ziehen unseren... Ja, unser Digi-Spielflugzeug. Ich setze ihn verdeckt. In der Hoffnung, dass er entfernt wird und wir Punkte bekommen. Komm schon, beendet das Spiel. Ich will nicht mehr... Also wenn ich jetzt verliere, bin ich nicht sauer, im Gegenteil, ich bin dann erleichtert. Denn dann ist endlich dieses blöde Spiel vorbei. Von 400 Lebenspunkten kommen Okita und Mr. Aslak auf fast 50.000 Lebenspunkte hoch. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, der Effekt seines Monsters erlaubt ihn, wenn er ein Monster mit der Karte zerstört, kommt es nicht auf den Friedhof, sondern auf unser Deck, oder? Nee, jetzt wurde es entfernt, okay. Und wir kriegen 500 Lebenspunkte. Ich hoffe nur, Luna setzt mein Monster in die Verteidigungsposition und opfert es vielleicht, oder opfert es nicht, oder greift damit an. Jetzt könnte sie es theoretisch opfern. Um eins ihrer Gorilla-Monster zu spielen, was sie hier auf der Hand hat. Das heißt, sie wird dann meinen Geistersensenmann dafür hergeben. Allerdings bringt es natürlich nichts mehr anzugreifen. Ich meine, 54.000 Lebenspunkte kann man nicht ausradieren. Wird sie mein Monster, halt warte, sie hat ihren Gorilla gar nicht mehr auf dem Feld, auf ihrer Hand, das wurde ja wieder zurück ins Deck gelegt. Was macht sie jetzt? Okay, mystischer Raum, Typhoon, was hat sie damit vor? Okay, sie zerstört den Feldzauber. Gut, kann man machen, so sehe ich jetzt keine große Schwierigkeit in ihrem Zug. Erhöhen sich unsere Lebenspunkte um 1000. Und sie können ihre... Ja, jetzt müssen sie Lebenspunkte abgeben, um die Effekte ihrer Monster zu aktivieren. Aber Lebenspunkte haben sie ja sowieso genug. Gut, ich bin jetzt gespannt, was Luna vorhat jetzt. Spannung macht sich breit. Ja, und während Luna ihren Zug macht, bin ich mal kurz AFK.
Und, was ist passiert? Und das bringt dir was? Warum spielst du das Monster, wenn wir nicht an ihren 2400 Angriffspunkten rangehen können, Luna? Ja, so, beantworte mir jetzt diese Frage. Warum spielst du ein schwaches Monster, wenn wir ihre stärksten Monster nicht klein kriegen? Warum zum Teufel machst du das? Bist du irgendwie dumm? Und vor allen Dingen, sie können ihr deinen Angriff ganz einfach kaschieren, indem sie 800 Lebenspunkte opfern. Pam, von ihren 51.100 Punkten, die sie durch, ja, die sie durch einer freundlichen Duellantin bekommen haben. Aha, antiker Welt. Wenn du diese Karte aktiviert hast, ändere alle Monster die Verteidigungsposition in die offene Angriffsposition. Flip-Effekte werden. Okay, wenn sie ihren schönen Feldzauber aktiviert, werden alle Monster in die Verteidigungsposition, in die Angriffsposition gewählt. Und wir haben ja unseren Geistersensenmann mit einer sagenhaften Angriffskraft von 300. Und der Gegner hat mehrere Monster mit über 2000 ATK auf dem Feld. Ja, das kann man sich, glaube ich, ausrechnen, weil es jetzt wegen Lunas Zug jetzt passieren wird. Ach, ist das schön, ich liebe Tech-Duelle. Also wenn ihr nach diesem Duell noch meint, Tech-Duelle wären schön, dann schaut es euch nochmal an. Und analysiert die Fehler von Luna. Ich habe jetzt mindestens 10 Fehler von ihr schon gesehen, was sie gemacht hat. Und in fast jedem Zug, den sie gemacht hat, ist mindestens ein Fehler von ihr drin. Falls nicht, spult zurück und überzeugt euch vom Gegenteil. Ich habe jetzt dazu nichts mehr zu sagen, außer dass Tech-Duelle in Yu-Gi-Oh! 5Ds, wenn man die KI nicht kontrollieren kann, scheiße sind. Denn die KI macht nur Fehler. Diesen Feldzauber zu spielen ist das Schlimmste, was sie, abgesehen von reißender Tribut, hätte machen können. Jetzt kriegen wir sehr viel Kampfschaden. Dreimal dürft ihr raten, wer wieder dafür verantwortlich war. Richtig. Meine schöne Kollegin hier von Mr. Nubistan, Nubganistan oder was weiß ich, irgend so ein Ort, wo die Noobs herkommen. Noobington City in Noobland. Mhm. Jetzt addiert mal den Kampfschaden, den wir jetzt bekommen. Das waren jetzt, glaube ich, 800. Jetzt kriegen wir 100 und jetzt kriegen wir zweimal mindestens einen Kampfschaden von 4000. Weil sie unseren Geistersensenmann angreifen und wir Kampfschaden bekommen. Klar, unser Sensenmann wird natürlich nicht zerstört, aber wir kriegen den Kampfschaden trotzdem. Aber so weit denkt ja die Luna gar nicht. Die denkt ja nur immer an das Hier und Jetzt und nicht an das, was darauf kommt. Und warum zum Teufel? Warum ist gerade nichts passiert? Warum haben sie ihn nicht angegriffen? Ich verstehe es nicht. Warum haben die nicht angegriffen? Spielt jetzt die KI beim Gegner auch verrückt oder was geht hier ab? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Was ist passiert? Warum greifen die mit ihrem magischen Android nicht an? Und warum hat der Feldzauber gerade... Ich muss mir den Effekt des Feldzaubers mal durchlesen. Ich habe den nur ganz grob durchgelesen, als sie die Karte aktiviert hat. Aber warum wurden ihre Monster zerstört? Das will ich jetzt sehen. Jetzt haben sie wieder 50.000 unserer Lebenspunkte exakt. Das ist das krasseste Duell auf YouTube. Und auch das verrückteste. Wenn du diese Karte aktivierst, ändere alle Monster in Verteidigungsposition in die offene Angriffsposition. Flip-Effekte werden dabei nicht aktiviert. Jetzt kommt der Effekt, den ich überlesen habe. Falls ein Monster angreift, zerstöre es am Ende des Battle-Phase des Zuges. Oh, okay. Ach, die haben es gerade mit ihren mehreren Monstern angegriffen, deswegen wurden die zerstört. Und deswegen haben sie auch nicht unseren Geistesensenmann angegriffen. Denn dadurch würde er ja auch zerstört werden. Moment, das heißt...
Das heißt, ich könnte sie jetzt dazu verlocken, indem sie mein Monster angreifen. Dadurch werden wir die Monsterkarten von ihr los. Könnte ich machen. Aber zunächst einmal, bevor ich irgendwas anderes mache, ne, und so, dann setze ich das Monster in die Verteidigungsposition, weil ich davon ausgehe, dass sie es sowieso angreifen werden. Ups, das Select muss ich deaktivieren, das bringt ja eigentlich nichts. Das ist ja nur für kosmische Zwecke geeignet. Oder kosmetische Zwecke. Kosmisch ist ja Makrokosmos. Ach ja, und wir haben jetzt die Stunde erreicht. Ich hab's euch schon gesagt vor einer halben Stunde, dass dieser Part eine Stunde dauern wird. Und es ist auch so dazu gekommen. Wenn sie jetzt angreifen, werden ihre Monster zerstört. Ich hoffe, sie zerstören jetzt mein Monster. Damit die magischen Androiden endlich weg sind. Und die magischen Androiden haben die Lebenspunkte unserer Gegner mindestens auf 50.000 Punkte. Allein durch, sie haben allein ihre Lebenspunkte durch ihre magischen Androiden durch um 50.000 Punkte erhöht. Aber einer wird jetzt leider vom Spiel genommen, da es angegriffen hat. Und wir kriegen 500 Lebenspunkte, da mein Monster entfernt wurde. Kommt der antike Walz, der Effekt, sein Monster wird zerstört und landet aus dem Spiel entfernten Kartenzone und wir kriegen wieder 500 Lebenspunkte. Ich habe ja zum Glück Ausdauer, ne? Ich kann sehr lange kommentieren, ihr habt ja gemerkt, wie lange ich kommentiert habe, als ich mal mein Pokémon Rot Let's Play gemacht habe. Da konnte ich ja, da habe ich ja 6 Stunden kommentiert und danach war ich zwar am Ende, aber ich habe es durchgehalten. Leider gibt es diesen Part nicht mehr auf YouTube, da ich im Hintergrund Empire State of Mind gehört habe und das wird leider als Treffer erkannt auf YouTube und deswegen muss ich diesen Part leider löschen, um nicht das Risiko einzugehen, dass der Part oder beziehungsweise dass mein Kanal einen Strike bekommt. So, und ich glaube, jetzt reden wir mal ein bisschen Smalltalk, würde ich sagen, denn hier passiert ja momentan sowieso nichts, der Gegner denkt ja momentan gut nach, ne? Also, ich habe mir dann vorgenommen, am 1. September möchte ich Pokémon Pearl starten. Und, ich bin gespannt, ich habe schon ein Team vorbereitet. Es ist ein bisschen interessant, das Team, denn ich habe da ein paar Pokémon drin. Naja, jetzt sage ich aus Gewohnheit Monster anstatt Pokémon. Ich habe da ein paar Pokémon rein, die teilweise richtig interessant sein können und mit der man einige Kombis auch machen kann. Und ja, wie gesagt, Pokémon Pearl startet am 1. September. Und ich hoffe, wir kriegen bis dahin das Yu-Gi-Oh! Let's Play auch noch einigermaßen fertig. Aber so wie es jetzt gerade aussieht, sieht es schlecht aus, denn wir ziehen momentan nicht das, was ich mir erhoffe, sondern ja, nur den üblichen Schrott. Makrokosmos habe ich gerade gezogen, das bringt mir gerade gar nichts. Gut, und bevor ich das Let's Play angefangen habe, da war ja gerade die Let's Play Pause am Ende. Und ich glaube, jetzt erzähle ich euch ein bisschen etwas darüber, wie die Let's Play Pause abgelaufen ist anfangs. Und was macht er jetzt? Füllt er seine Hand oder sein Deck? Sein Deck, das ist böse, denn er zieht, okay, das ist wieder natürlich ein kleiner Ausgleich. Also ich hoffe jetzt darauf, dass wir ihn mit Deck tot killen können irgendwie. Und nach der Let's Play, also ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie die Let's Play Pause so abgelaufen ist. Ich glaube, wir haben genug Zeit, ne? Ich wollte mir sowieso mal darüber ein bisschen reden. Und jetzt haben wir, glaube ich, die nötige Zeit dafür. Also, die Let's Play Pause begann ja im September 2013. Die ging von September 2013 bis 2014.
2014 bis Juli 2014. Die habe ich ja gestartet, um Zeit für die Schule haben zu können. Damit ich mich auf die Schule konzentrieren kann, weil ich in diesem Jahr meinen Abschluss gemacht habe. Habe ich auch bestanden. Also es hat mir sehr geholfen, dass ich meine Let's Play Pause gemacht habe. Und ich habe dann im Oktober ging das Ganze los. Also im September eigentlich, aber im Oktober begann es so richtig los. September wäre teilweise nur das Einführen, Kaufen von Schulzeugs und so weiter. Da wird einem ja noch nicht so viel aufgebürscht. Und im September da habe ich mir ein Windows umgestellt auf Linux. Und mit dem Linux, also Ubuntu war das. Mit Ubuntu kannte ich mich nicht so aus. Ich musste mich da hineinfinden und die ganzen Mechanismen kennenlernen, die Ubuntu so hat. Und nachdem ich dann Ubuntu auf meinem PC installiert hatte, war ich erstens sehr begeistert, denn ja, neues Betriebssystem und so, da ist man natürlich immer sehr begeistert, weil man neue Sachen drauf spielen kann, ohne was ordnen zu müssen zum Beispiel. Oder man hat sofort so eine schöne Ordnung auf seinem Desktop, sage ich mal, wenn man ein Betriebssystem neu gestartet hat, und man ist dann natürlich immer sehr happy, wenn das wenn man eine Ordnung hat auf seinem PC. Das ist ja logisch. Und ich habe dann am Ende September habe ich dann meine erste Prüfung geschrieben in Mathe. In Mathe bin ich leider nicht besonders gut, deswegen hatte ich eine 4 damals geschrieben. Das war auch später meine Endzeugnisnote. Und Mathe fiel mir in diesem Schuljahr ziemlich schwer. Denn ja, ich kannte mich mit dem ganzen Stoff nicht so aus. Also im vorherigen Jahr war ich in Mathe ziemlich gut. Allerdings war ich im letzten Jahr in Mathe, war ich sehr schlecht. Der Grund war eins der Stoff und zweitens der Lehrer. Der Lehrer konnte nicht so gut erklären wie meine letzte Lehrerin. Und der Stoff war natürlich viel schwerer, ist klar. Man lernt ja zuerst das Bruchrechnen und erst dann das Malrechnen mit Brüchen. Also ich meine, natürlich, man lernt zunächst, wie Brüche so funktionieren, und dann lernt man, wie man mit Brüchen malen nimmt. So war das auch in diesem Schuljahr. Vorher hat man so quasi so eine Einführung gehabt, was zum Beispiel binomische Formen sind oder wie heißen die Sachen nochmal? Habe ich vergessen. Nehmen wir mal als Beispiel die binomischen Formeln. Im ersten Jahr lernt man quasi, was man mit den wie binomische Formeln funktionieren. Und im zweiten Jahr muss man sie selbstständig anwenden können. Und damit hatte ich meine Schwierigkeiten. Denn ich hatte riesige Probleme herauszufinden, was für ein Binom das war, und teilweise kannte ich die binomischen Formeln auch nicht so gut, und das war mein großes Problem. Und es hat sich dann auch häufig mit anderem Stoff auch noch kombiniert, zum Beispiel mit Wurzeln ziehen. Zum Beispiel, wenn man in Klammern gezogene Wurzeln mal eine Wurzel nimmt quasi, da muss man ja, glaube ich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber da muss man irgendwie anders rechnen, und das habe ich damals auch nicht so ganz kapiert, und deswegen war ich sau schlecht in Mathe. Und es ging das ganze Schuljahr darüber, entlang quasi, diese Linie ging das ganze Schuljahr immer fortwegend so bestehen, also quasi, ich war das ganze Schuljahr in Mathe nicht gerade gut. Allerdings habe ich dann doch einen 4er geschafft. Ich hatte in den Schulaufgaben nur 5er gehabt. Allerdings habe ich dann am Endzeugnis einen 4er gehabt. Der Grund war gute mündliche Leistungen. Ich war sehr gut, wenn ich meine Hausaufgabe vorgezeigt habe zum Beispiel. Da habe ich versucht, möglichst viel zu reden. Also ich habe den Stoff auch teilweise habe ich den Stoff doch verstanden, ne? Aber ich hatte immer Probleme, das selbstständig anzuwenden, und ich habe da immer Fehler gemacht. Und bei den Hausaufgabenvorträgen, da habe ich zwar auch immer Fehler gemacht bei den Hausaufgaben,
aber ich habe es verstanden, wie es ging teilweise. Und deswegen habe ich 4er bekommen in mündlichen Noten. In meiner ersten mündlichen Note hatte ich sogar ein 1er. Weil da war teilweise noch der Stoff aus dem letzten Jahr, den ich perfekt noch beherrscht hatte. Ja, und mit den mündlichen Noten konnte ich dann die ganzen Schulaufgaben 5er ausgleichen. Und dann hatte ich dann im Ende ein 4er im Zeugnis. Ich habe dann auch noch zwischendurch ein paar Referate gemacht. Habe da auch eine sehr gute Note bekommen. Und damit konnte ich das Ganze auch noch sehr gut ausgleichen, den 5er. Und ja, das war so mein Mathe. Dann hatte ich noch als... Mann, mir geht langsam die Stimme aus. Ich glaube, ich muss langsam mal was trinken. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, ne, während ich mal mir was zum Trinken hole. Denn, ja, ich glaube, das zu pausieren macht auch wenig Sinn. Außerdem habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich mein Video pausiere, dann wird es danach unsynchron. Wie zum Beispiel vor 2 Parts, der war unsynchron teilweise, weil ich mehrmals gestoppt habe. Was macht er jetzt? Ach, irgendwie wieder was ins Deck zurücklegen. Karte, okay. Ist okay. Mich kann nichts mehr abschrecken, also solange dieses Duell dauert, da bin ich jetzt auf alles vorbereitet. Also ohne Witz, das ist auf jeden Fall das längste Duell auf YouTube. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr ein längeres Duell auf YouTube findet, dann schickt es mir. Ich glaube allerdings nicht, dass es ein so langes Duell gibt auf YouTube, was dieses Duell hier übertreffen wird. Dieses Duell dauert schon fast eine Stunde lang. Länger kann ein Duell nicht gehen. Und ich wollte eigentlich nicht so lange aufnehmen. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehmen. Und jetzt nehme ich schon die doppelte Zeit lang so auf. Ach ja, ich wollte mir jetzt was zum Trinken holen, ne? Stimmt ja. Aber zunächst mal mache ich meinen Zug. Ich glaube, jetzt bin ich sowieso dran, oder? Ja genau, ich bin dran. Bitte was Gutes. Na, was hatte denn da entfernt eigentlich für eine Karte? Ich glaube, das scheint was Gutes zu sein, sonst hätte er die Karte kaum entfernt. Leider kann ich nicht sehen, was für eine Karte er entfernt hat, aber ich gehe davon aus, dass es was Fieses sein wird. Das heißt, ich muss die Karte jetzt zerstören. Also mach's gut, Dimensionskapsel. Wir kriegen 1000 Lebenspunkte. Ich beende meinen Zug, hol mir dann in Screen was zum Trinken. Und dann, ja, sehen wir uns dann gleich wieder. Weil irgendwie muss ich jetzt die Zeit überbrücken. Ich lasse es jetzt einfach laufen, bis das Duell vorbei ist. Na also, ich glaube, wir haben einen YouTube-Rekord geknackt. Das längste Yu-Gi-Oh!-Duell auf YouTube. Also, ich hole mir jetzt was zum Trinken, ne? Bis gleich. Oh, verdammt, diese Überprüfung, die aktiviert sich ja ständig wieder neu. Also ich habe mir das aus dem Trinken geholt, ne? Damit mein Hals sich wieder ein bisschen beruhigt. Das bringt's, wenn man was trinkt, dann beruhigt sich der Hals, glaube ich, ein bisschen. Kann auch sein, dass ich mich irre, ich bin kein Biologe. Ich kenne mich damit nicht so aus. Okay. Aber vielleicht wird es ja vielleicht wird das Ganze ein bisschen lockerer jetzt, indem ich hier das Ganze ein bisschen, ja, lockerer angehen werde. Oh Gott, wer schaut sich einen 3-Stunden-Part an? Also wenn der Part jetzt noch weiter so lang geht, dann wird er bald 3 Stunden lang. Aber das schaut sich doch keiner an. Ich meine, wer hat 3 Stunden Zeit, sich einen Part anzuschauen? Respekt an denen, die es machen würden, aber ich würde es nicht machen. Ich glaube, den muss ich dann in mehrere kleine Teile zusammenschneiden. Oh Gott. Das dauert das Duell schon fast so lange wie ein Film.
Ich will nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht aufgeben. Dazu fehlt mir jetzt der Mut. Da gehe ich lieber durch, da gehe ich lieber durch die Hölle und quäl mich noch ein bisschen weiter, indem ich hier dieses lange Duell noch weiter fortfahre. Aber wenn wir verlieren, dann werde ich das als kleinen Bonuspart, glaube ich, noch machen. Und dann werde ich, glaube ich, das so zusammenschneiden, dass dann das Siegesduell dann sofort dann aufgeblitzt wird. Oder ich werde es dann irgendwie so regeln. Also wenn da oben in diesem Titel steht Bonus, dann habe ich den Originalpart so zusammengeschnitten, dass das der sofortige Siegespart ist. Oder so sofortige Siegesspiel, sagen wir es mal so. Und falls da oben nicht Bonus steht, dann ist es immer noch das Originalspiel und ich habe gewonnen. Oh verdammt, jetzt habe ich gespoilert. Verdammt, habe ich echt gespoilert? Ja, ich habe gespoilert, ne, wer gewinnt. Oder vielleicht mache ich es aber auch gar nicht, also schauen wir mal nach, ne, wie es so wird. Achso, Luna hat Spielkraft gesetzt. Ich wundere es, dass sie so eine starke Karte in ihrem Deck hat. Aber ich nehme jetzt momentan nur noch die Hälfte auf, was hier sich abspielt in diesem Duell. Ich bin jetzt eigentlich voll darauf konzentriert, euch irgendwie zu entertainen, bis dieses Duell beendet ist. Und mir gehen langsam die Sachen aus, die ich bereden kann. Ich wünschte, ich hätte hier jetzt eine Schnelltaste. Aber nein! Leider gibt es hier bei dem Desmume keine Schnelltaste, glaube ich zumindest. Falls doch, dann könnt ihr es mir ja gerne schreiben und mir sagen, wie man das einstellen kann. Razor! Razor, Razor, Razor. Was will ich denn mit Razor? Nee. Ich warte auf eine Blitzeinschlagskarte. Selbst wenn ich Razor spiele, das wird genauso enden wie mit Kaius. Ich würde damit nur ein Monster von ihm entfernen und das andere könnte ich dann im schönsten Fall traden. Mir ist jetzt völlig egal, was der Gegner jetzt macht. Wenn das Duell beendet, dann ist es mir auch recht. Dann kann ich endlich Schluss machen. Übrigens nehme ich den Part am 21.08. auf. Ich habe eine Menge vorproduziert, deswegen seht ihr den Part erst so spät. Wann seht ihr den Part denn? Das ist Part 23, dann müsstet ihr den glaube ich am... Ne, 24, das ist glaube ich Part 24, dann müsstet ihr den am 24. sehen, weil momentan ist es ja zufälligerweise so, dass die Anzahl an Yu-Gi-Oh! Parts dem Datum entspricht. Das heißt, ihr seht diesen Part am 24. Der 24. ist ein... Oh, ein Sonntag. Na, dann passt's ja. Da hat man eine Menge Zeit an einem Sonntag. Dann kann man ja sowas schon mal zeigen. Oder es schon mal anschauen. Was ist denn am Sonntag heute? Also am Sonntag, da ist mir meistens immer langweilig. Da bin ich froh, wenn ich irgendwas machen kann. Und ich glaube, ein Yu-Gi-Oh! Part anschauen ist, glaube ich, auch ganz schön. Der über wie lange? Das dauert ja schon an fast anderthalb Stunden lang. Unglaublich. Wenn die KI immerhin schneller spielen würde, dann wäre das natürlich eine Erleichterung, aber die denkt immer so lange nach. Das hat mich auch im 2009er so angekotzt. Und im 2011er ist es am schlimmsten, da denken die auch super lange nach für einen Zug. Da denken die teilweise 2 Minuten danach, nur um eine Karte zu spielen. Und das ist auch der Grund, warum ich den 2011er nicht spielen werde. Weil ich es nervlich nicht aushalte. Ihr seht ja schon... ich halte hier schon teilweise hier schon nicht mehr aus, weil die KI so lange nachdenkt, bis sie einen Zug macht. Bei Text ist es auch super schlimm. Und im 2011er kommen noch die Turbo-Duell-Tags hinzu. Und das macht das Ganze noch schlimmer. Was macht er denn jetzt? Jetzt tut er wieder seine Handkarten verwalten. Gut, aber in spätestens 34 Zügen ist es vorbei, denn dann hat ein Team oder bei einem Spieler
ist das Deck dann leer. 34 Züge, wie lange dauert ein Zug? Ein Zug dauert eine Minute, 34 mal 1 sind 34 Minuten. Das heißt, der Part wird spätestens ab Stunde 2 wird der Part spätestens, hoffe ich, beendet sein. Ja. Mich kann nichts mehr abschrecken. Was ist das? Ach, wieder ein Sturmrufe. Na gut, je mehr Karten entfernt sind, desto besser für uns. Dann hat er weniger Material. Und ich hoffe, ich ziehe jetzt gleich eine Blitzeinschlagskarte. Sieh, Station. Jetzt verändert sich die Stufe seines Monsters. Und zwar um eine Stufe wird sie jetzt höher. Ja, das ist das, was ich an diesem Spiel so mag. Diese ewige Warterei in diesen Tag-Duellen. Mich kann nichts mehr abschrecken. Also wenn ich verliere, dann ist es mir auch egal. Wie gesagt, dann ist endlich diese Quälerei endlich am Ende. Aufregen wird es mich aber, wenn wir kurz vorm Ende sind. Und wir dann kurz davor sind, durch Decktod zu gewinnen. Und wir dann trotzdem verlieren. Dann wird es mich aufregen. Aber momentan ist alles noch ganz lässig. Momentan ist es mir alles egal. Er kommt nicht an meinem Geistersensenmann vorbei. Zum Glück. Oder vielleicht auch zum Unglück. Man kann sich darüber streiten. Oh, jetzt sind wir wieder dran. Hoffentlich ziehen wir was Gutes. Feierliches Urteil. Nee, die setze ich nicht, sonst aktiviert Luna diese Karte. Nee, die setze ich auf keinen Fall. Luna, nein. Luna lächelt mich schon so an. Die möchte diese Karte in ihrem Zug schon aktivieren. Für irgendeine unnötige Karte, die gar nichts Heftiges macht. Wie zum Beispiel, Tollkühne Gier. Oder wie diese Karte auch heißt. Ziehe zwei Karten, überspringe deine zwei nächsten Draw-Phasen. Ich wette, dafür würde sie die Falle benutzen. Oder füge deinem Gegner 800 Punkte Schaden zu. Dafür zahlt sie die Hälfte aller Lebenspunkte, um diesen Effekt zu annullieren. Das macht sie bestimmt auch. Jede Wette. Hinotama zum Beispiel. Gegner spielt Hinotama, was machst Luna? Richtig, feierliches Urteil. Mann, ich bin schon wieder gemein. Aber es stimmt doch, wenn die reißende Tribut jetzt nicht gespielt hätte, dann könnte ich mir jetzt schon längst. Dann wäre ich jetzt in einem. Was spiele ich denn zurzeit so häufig? Hearthstone. Dann wäre ich jetzt in einem Hearthstone-Spiel und würde wahrscheinlich nicht so abgehen, aber ich hätte Spaß. Aber nein, Luna spielt reißende Tribut und. Ja, zögert das Ganze ungefähr um eine Stunde in die Länge. Wir hätten das Spiel schon längst an uns reißen können. Ich hoffe, der Part ist nicht unsynchron. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Ja. Aber ich synchronisiere das jetzt nicht nach, falls es unsynchron sein sollte. Ich gehe aber stark davon aus, dass es jetzt nicht unsynchron sein sollte. Und wenn doch, dann... Ja. Dann kann ich es nicht ändern. So, was passiert jetzt? Ich glaube, der längste Part, den ich je gemacht habe, das war ein Splinter Cell Part, dauert 1 Stunde und 55 Minuten. Wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde aufnehmen, dann haben wir den Rekord wieder eingestellt. Ich habe ja mehrere Verläufe meiner längsten Parts. Der erste längste Part, den ich je gemacht habe, war 1 Stunde 15. Das war damals ein Yu-Gi-Oh! 2009er Part. Dann habe ich Pokémon Schwarz gemacht. Ein Part, das dauert 1 Stunde 20 Minuten.
Dann habe ich Pokémon Rubin gemacht. Auch längster Part habe ich Wasserrouten erkundet. Dauert 1 Stunde 40 Minuten. Und dann habe ich Splinter Cell gemacht. Dauert 1 Stunde und 50 Minuten. Und jetzt sieht es so aus, als komme ich über die 2 Stunden jetzt rüber hinweg. Ach, jetzt kriegen sie ein Synchromonster, ist mir recht. Ja, Lebenspunkte für uns. Als ob wir nicht schon genug Lebenspunkte hätten. Sie Lebenstrosser. Jetzt können sie ihre Lebenspunkte noch weiter erhöhen, denn dieses Monster erlaubt ihnen, Karten von ihrem Friedhof von Typ C zu entfernen und dann können sie ihre Lebenspunkte um 1200 erhöhen pro Monster. Aber das ist mir jetzt sowieso egal. Ich meine, die haben 63.000 Lebenspunkte. Und wir haben 22.300. Wenn nicht sogar noch mehr. Also, ich kann nochmal angreifen. Was will ich denn nochmal angreifen? Ach, alle ihre Monster sind stärker. Na, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr anzugreifen, ne? Die Karte aktiviere ich auf keinen Fall. Sonst verschwendet die Luna die Karte. Übrigens, das Spiel hat eine Grenze an Lebenspunkten, die angezeigt werden können, und zwar ist diese Grenze bei 99.999. Danach wird es hier nicht mehr höher angezeigt, allerdings wird es doch noch höher gespeichert. Angezeigt werden hier dann 99.999, allerdings gehen die Lebenspunkte dann, wenn man zum Beispiel angegriffen wird, dann auch darüber hinaus. Das heißt, man kann also mehr als 99.999 Punkte haben, aber das wird hier dann nicht mehr angezeigt, sondern ja, dann wird hier einfach immer nur noch 99.999 angezeigt. Jetzt wünschte ich, ich hätte einen Selbstzerstörungsknopf. Kann nur aktiviert werden, wenn die Lebenspunkte beider Spieler 7000 betragen, also die Differenz zwischen beiden Lebenspunkten beide Spieler 7000, wenn sie 7000 betragen, kann man diese Karte aktivieren. Effekt: Reduziere die Lebenspunkte beider Spieler auf 0. Das wäre jetzt so eine schöne Karte, oder? Dann wäre es unentschieden. Müsste ich alles nochmal machen. Okay, jetzt haben wir gleich die 1,5-Stunden-Grenze erreicht. Also der längste Part in diesem Let's Play ist es jetzt schon mal. Und wenn es noch eine halbe Stunde länger dauert, dieser Part, dann haben wir den längsten Part gemacht, den ich je produziert habe. Dann haben wir den Splinter Cell Part eingestellt, den Rekord. Das war der letzte Part des Splinter Cell Let's Plays. Ach ja, er hätte es schon längst beenden können, wenn er meinen Geistersensenmann zerstört hätte. Dann wäre es der schon längst vorbei. Sein Krafteinspritzer hat Stufe 5. Heilige Scheiße. Einmal pro Spielzug. Oh Gott, jetzt werden sie ihr Monster sau stark pimpen. Sie haben ja genug Lebenspunkte und sie können ihren Monster immer stärker pimpen um 500 ATK. Das ist übel. Aber wenn ich eine Blitzanschlagskarte ziehe, dann haben wir das Feld wieder auf unserer Seite. Aber ich glaube, die ziehe ich nie. Das kriegen wir wieder ein bisschen Schaden, aber unser Monster kommt ja zurück. Und wir kriegen 500 Punkte als kleine Entschädigung. Ach, ist das schön. Wir haben 23.500 Lebenspunkte und der Gegner hat 63.100 Lebenspunkte. Okay, ich korrigiere. 65.500 Lebenspunkte. Und warum spiele ich mein Monster in die Angriffsposition? Ich habe mich gerade vertippt. Aber Luna macht jetzt eh Scheiße mit meinem Monster. Jetzt wird ihr ein Pavian spielen.
Na los, Luna, spiel dein Pavian, ich will nicht mehr. Wir sind schon im 66. Zug, was will man mehr? Gegner hat 65.500 Lebenspunkte, wir haben 23.500 Lebenspunkte. Besser geht's nicht. Und in einer halben Stunde knacken wir unseren Rekord als längster Part ever. Und wer hat das? Wem haben wir es zu verdanken? Richtig. Luna. Mit ihrer reißenden Tributfalle, die ich gesetzt habe. Aha, okay, jetzt kommt das, was ich erwartet habe. Sie macht einen großen Fehler. Hätte ich nie gemacht. Nee, viel zu. Nee, das klappt nie im Leben. Sie hat jetzt nur meinen schönen Geistersensenmann abgegeben. Mehr hat sie nicht gemacht. Sie kommt an die Attika nicht ran. Das schafft sie nicht. Das war wieder ein riesiger Fehler von ihr. Jetzt zerstört sie zwar ein Monster, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat der Gegner Spiegelkraft. Okay, hat er nicht. Und was jetzt? Der Gegner hat immer noch ein 3000er Monster auf dem Feld, ne? Das ist, glaube ich, das Monster hier. Das hier, glaube ich. Halt, nein, warte. Das Monster müsste 3100 Punkte haben. 2600, okay, hat trotzdem mehr. Ah, hat gleich viel. Und was macht sie jetzt? Gar nichts, okay. Das hat uns keinen Vorteil verschafft, Luna. Im Gegenteil. Das hat uns einen kräftigen Nachteil verschafft. Jetzt ist nämlich unser Geistersensenmann nicht mehr auf dem Feld. Das Monster, was uns 20 Züge lang am Leben gehalten hat, hat sie einfach geopfert. Das hätte ich nie gemacht. Sowas macht kein intelligenter Spieler. Aber ein Computer macht so etwas. Jetzt erfahren sie weitere Monster. Oh Gott. Wir kommen eh nicht mehr an die Punkte ran. Wir können keine 65.700 Lebenspunkte auslöschen. Das geht nicht. Da bräuchte man Grand Marshal Daesa. Aber die habe ich nicht in meinem Spiel. In meinem Deck, meine ich. Grand Marshal Daesa kriegt 400 Angriffspunkte für jede aus dem Spiel entfernten Karte von uns. Wir haben momentan 13. Das heißt, Grand Marshal hätte 5.200 Angriffspunkte. Damit könnten wir vielleicht noch rankommen mit 10, 11 Direktangriffen. Vielleicht sogar noch mehr. Aber mit so einem einzelnen Pavian kommt man nicht vorbei. Jetzt werden wir verlieren. Weil Luna meinen Geistersensenmann geopfert hat. Aber ich hätte das Duell gewonnen. Sag ich jetzt ganz ehrlich, ihr könnt mich jetzt auch gerne als Angeber beschimpfen, wenn ihr wollt. Hätte ich Lunas Deck gehabt. Und ich hätte mit Lunas Deck so gespielt, wie ich es gerne hätte, dann hätten wir gewonnen. Aber jetzt verlieren wir das Ganze, weil sie meinen Geistersensenmann geopfert hat. Für ein 2000er Monster, was sofort fällt. Und zwar genau jetzt. Okay, jetzt vielleicht nicht, aber mit dem anderen Monster wird es dann klappen. Genau jetzt fällt unser Pavian. Warum kann ich kein Pavian aussprechen? Na, sie tauscht es einfach. Damit hättest du nicht gerechnet, Luna, was? Aber du musst ja meinen beschützenden Geistersensenmann dafür opfern. Und jetzt kriegen wir zwei direkte Angriffe, die wir jetzt nicht hätten bekommen können, wenn du mein Monster nicht geopfert hättest. Das ist ein Fehler. Hast du dir selbst zuzuschreiben? Also, wegen mir haben wir das Duell nicht verloren. Das liegt wegen der schlechten KI. Ich habe so gut gespielt, wie ich konnte. Aber Luna hat's versaut.
und jetzt fallen unsere Lebenspunkte auf null. Wegen dem dummen Fehler eines kleinen Mädchens, was nicht Yu-Gi-Oh! Spielen kann. Worst-Case-Szenario. Nur Tributmonster auf der Hand. Ich wäre jetzt mit einer Blitzeinschlagskarte mehr als zufrieden. Wenn ich diese Karte jetzt aktiviere, aktiviert Luna sie in ihrem nächsten Zug und wir verlieren. Jetzt kriegen wir ein paar direkte Angriffe, aber das ist nicht meine Schuld. Das ist deren Schuld von Luna. Tja, Luna, hättest du den Sensenmann nicht geopfert und reißen natürlich gut, hättest du die nicht gespielt, dann hätten wir gewonnen, aber so wird das nichts. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich bin völlig unschuldig. Den Hauptfehler hat Luna gemacht. Und jetzt bin ich hier in dieser, ja, in dieser Situation, kann nichts dafür, hab so gut gespielt, wie ich konnte. Und das liegt nicht wegen mir, sondern es liegt am Spiel. Das Spiel sagt es quasi zu mir, ich bin scheiße. Ja? Weil so wie Luna spielt, das entspricht etwa der Qualität dieses Spiels. Ja? In diesem Spiel sind viele Fehler. Die KI spielt schlecht teilweise, sieht man ja, hat man bei Luna gesehen. Und jetzt leide ich dafür. Obwohl ich gar nichts dafür kann. Ich habe so gut gespielt, wie ich konnte. Nur mein Computerkollege hat Mist gebaut, was auch vom Spiel programmiert wurde. Und das ist jetzt der Grund, warum jetzt unsere Lebenspunkte von 25.000 aufgerundet auf 0 fallen werden. Nachdem wir 1,5 Stunden uns gequält haben. Aber ich hoffe, es ist ein kleiner Denkanstoß, falls ein Mitarbeiter von Konami es sehen wird, dann ist es eine perfekte Empfehlung für ihn, diese Tag-Duelle in den kommenden Yu-Gi-Oh! Spielen, in den Xexal Spielen ein bisschen zu optimieren, dass sie nicht mehr so geregelt sind, dass der Computer die Hand des, ja, quasi das Spiel übernimmt. Ich würde es so machen, dass man das Deck seines Kollegen auch noch spielen kann. Denn diese ständige Gewarten und diese Fehler, diese häufigen Fehler vom Computerkollegen, die regen einfach nur auf, zögern das Ganze in die Länge. Ihr seht, wir nehmen schon 1,5 Stunden auf. 1 Stunde und 40 Minuten sind wir schon fast. Einer meiner längsten Parts. Es wird zwar nicht der längste Part werden, aber dieser Part kam mir vor, als wäre es der längste Part. Gebe ich ganz offen zu. Denn bei meinen anderen Let's Plays, da hatte ich Spaß. Auch wenn sie nicht, auch wenn mein Splinter Cell Let's Play länger gedauert hat, mit 1 Stunde und 50 Minuten, kam mir dieser Part als der längste Part aller Zeiten vor. Das liegt daran, weil ich keinen Spaß hatte. Der Spaß vergeht natürlich. Mit Spaß vergeht natürlich auch eine gewisse Zeit. Aber wenn man warten muss, vergeht kaum Zeit. Kennt man wahrscheinlich auch aus der Schule. Bei einem Fach, man schaut ständig auf die Uhr, wartet bis der Unterricht vorbei ist und die Zeit vergeht nicht. Und hier ist es genauso. Ich warte jetzt einfach nur, bis meine Punkte auf 0 sind. Macht keinen Spaß mehr. Der Spaß ist mir schon längst vergangen, seitdem Luna Reißende Tribut gespielt hat.
Und jetzt warte ich einfach nur, bis meine Lebenspunkte auf null fallen. Und ich diesen Part dann endlich beenden kann. So, und jetzt ist der Moment gekommen, an dem das Duell enden wird. Wegen zwei Riesenfehler unserer netten Kollegin fallen unsere Lebenspunkte. Jetzt, in diesem Moment, auf null. Mein Fehler ist es nicht. So, und Konami, und ich hoffe, ihr nehmt euch diesen Part zu Herzen und baut die Tech-Duelle um. Denn sowas, was hier abgeliefert wird, ist echt schlecht. Ja? So, was gibt's dazu zu sagen? Also, die KI macht viele Fehler. Sieht man reißende Tribute bei einem Monster, obwohl man selber zwei auf dem Feld hat. Man opfert starke Monster, die einem das Leben retten können. Ja, man greift sinnlos an. Man spielt einfach nur ein 2600er Monster, greift irgendein anderes Monster an und es wird dann im nächsten Zug zerstört. Das ist eine falsche Denkstruktur von dieser KI. Die muss überarbeitet werden, Konami. Denkt mal darüber nach. Ich weiß, es wird zwar keiner sich den Part anschauen von Konami, ich weiß es jetzt schon. Meine Let's Plays haben zwar nicht so eine hohe Zielreichweite, aber ich hoffe, jemand von euch nehmt sich das zu Herzen, ja? Und ich will es jetzt einfach mal so sagen, das Duell hat mir keinen Spaß gemacht. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit nur gewartet, bis der Gegner und meine Kollegen ihren Zug beendet haben. Die KI denkt so lange nach für einen einzelnen Zug. Ja, um eine Karte zu setzen, es dauert 5 Minuten oder, na, 5 Minuten ist übertrieben, 10 Sekunden für eine Karte setzen. Das ist viel zu lange. Ihr seht, wie lange wir aufnehmen. Ja, und das geht nicht. Das muss man echt überarbeiten und dass man da noch, ne, also, dass man hier noch in Ohnmacht fällt als Demütigung, das ist auch fett übertrieben, nachdem man keinen Fehler gemacht hat. Ja, ich kann nichts dafür, das war der Fehler von meiner Kollegin, von der netten Luna, die hat das Ganze entschieden, als sie die reißende Tributfalle gespielt hat. Ich habe noch versucht, damit zu leben, es vielleicht noch ein bisschen auszubügeln, aber dann später hat die den Geistersensenmann geopfert und spätestens da wusste ich schon, dass wir dieses Duell verlieren würden. Ja, gut, jetzt stehe ich hier, wir haben den Part beendet, so ziemlich, haben 1 Stunde 45 Minuten circa geschafft. Was haben wir vollbracht? Ich habe jetzt eins begriffen, und zwar, dass ich kein Yu-Gi-Oh! Spiel mehr Let's Playen werde, bis die Sache mit den Tags endlich gefixt wurde. Gut, im nächsten Part probieren wir es nochmal. Ich hoffe, es wird nicht wieder so lang und wenn doch, dann gebe ich sofort auf, wenn ich merke, dass es so lange dauern wird wie jetzt zum Beispiel. Und ja, also die KI muss echt überarbeitet werden. Und ansonsten ist es kein spielbares Spiel. Gut, war ein langer Part. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Yu-Gi-Oh! Part. Bis dorthin habe ich mich dann wieder erholt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen verbleibenden Sonntag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also macht's gut. Euer Anke HP. Ciao.